Hier unten haben wir auch noch irgendeine Art Prepper-Notlampe. Hier schaut es aus wie vor 100 Jahren. Isotonische Kochsalzlösung. Alter, das ist ja richtig alt. Erklärt mir mal, was macht denn sowas hier in der Küche? Fotos entdeckt von der Wehrmacht damals. Da ist ein Totenkopf drauf. Wer weiß, was in dieser Schachtel war. Weihwasser. Up the tank, cranking up the radio, playing old Hank, and it ain't that long till I'm back at the farm. Moin Leute, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute starte ich mal ein bisschen anders. Wir haben nämlich ein Haus, das ist total unbekannt und das soll auch so bleiben. Deswegen gibt es heute keine Außenaufnahmen und seid mal gespannt, was es hier alles zu sehen gibt. Los geht's. Ja, Leute, der Herr, der hier gelebt hat, der war relativ gläubig. Da haben wir gleich Kreuze und Jesus und Maria Skulpturen. Lampe und da auch wieder Maria. Und das ist der Hof, muss ich leider pixeln, sorry. Und ja, hier steht richtig viel Material rum. Keine Ahnung, was das hier ist. Sieht aus wie ein Regal, aber richtig nett gemacht. Hier unten haben wir auch noch irgend so eine Art, ja, Prepper-Notlampe. Richtig genial. Und hier oben an den Balken auch diverse kleine, ja, Sprüche hängen hier. Hier steht einfach mal noch so ein Bett und Leute, passt auf. Yeah, Beinhard, geht das ab hier, ne? Richtig geil. Und wenn wir den Blick hier rüber werfen, haben wir hier noch so eine uralte, ja, Nähmaschine. Die ist aber eingefahren. Wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung, wie man das Ding aufmacht, dass die rauskommt. Das ist halt Technik von früher, kennt man sich nicht mehr aus. Und hier unten, unterm Ofen, stehen einfach mal noch so ein paar Weingläser. Genial. Aber auch der Kachelofen, richtig geil. Konnten wir früher wahrscheinlich noch Jacken aufhängen zum Trocknen. Hier ist Lüftungsgitter. Oh, da liegen noch irgendwelche Hausschuhe drin oder irgendwas. Keine Ahnung, was das ist. So Überzieher für die Füße. Ja, und da haben wir noch ein bisschen Weißlack. Wer weiß, was der Herr hier noch vorhatte. Aber hier ganz viele, ja, Dosen mit irgendeinem Zeug drin. Paprika, Leone, ja, Hammer. Ist da ein Datum drauf, wann das abgelaufen ist? Keine Ahnung, ich sehe jetzt nichts. Ja, okay. Ja, am Telefon gab es hier natürlich auch, ne? Haben wir hier unterm Brett versteckt. Modisches Lila. Und auch hier wieder Jesus-Figuren oder halt so gläubische Figuren. Und auf dem Bild ist der Herr auch zu sehen, aber muss ich halt leider auch pixeln, sorry. Ja Leute, jetzt haben wir hier den ersten Raum uns angeschaut und der war schon echt faszinierend. Jetzt geht's in die Küche und die ist, so wie ich gerade sehe, auch rammelvoll. Gut, Küche. Wow, Leute, hier schaut's aus wie vor 100 Jahren. Guckt euch den Herd hier an, der ist schon komplett weggerostet. Wie geil ist das? Leute, ist der Herd vergammelt. Und das ist Eisen. Gusseisen. Und der fällt schon auseinander. Hier haben wir, glaube ich, noch Kartoffelbrei drin. Oder sowas in der Art. Und in der Pfanne ist bestimmt noch das Schnitzel oder so. Nee, kein Schnitzel drin. Und das ist auch krass. Leute, entweder ist das ein großer Hackeklotz. Oder hier hat man gemetzgert in der Küche. Hier haben wir auch noch so ein, ja, was ist denn das? So ein Einkochtopf, oder? Will ich jetzt aber nicht aufmachen, da das zu laut wäre. Und ja, guckt euch allein die Wände hier an.
die sind ja richtig schwarz. Was wieder cool ist, sind diese, ja, ich vermute mal Beton-Waschbecken oder Granit, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die sind für die Ewigkeit gemacht. Der Herr hatte natürlich auch einen Herd, den haben wir hier. Schauen wir mal. Auweia, auweia, auweia. Ja, da ist noch irgendwas drin, was eklig ist da unten auf dem Boden. Aber auch hier sieht man schon, wie langsam die ganzen Herdplatten wegrosten. In der Mitte der Küche, eigentlich relativ modern schon, gibt es ja heute zur Genüge das Waschbecken und ja, diverse Schubfächer, aber die sind leer. Können wir mal kurz hier unten, oh weh, das geht schon gar nicht mehr auf, so verrostet ist die Seite. Ja, da stehen auch noch ein paar Töpfe und das war's eigentlich. Könnt ihr mal kurz hier reinlunsen. Okay, lass mal, geht nicht. Echt krass, was hier alles rumsteht. Oink, oink. Und da kommt wahrscheinlich, ja, keine Maus mehr. Ums Leben. Hier hinten haben wir noch, glaube ich, Kaba, oder? Das kann man kaum noch lesen. Tropengold, oder war das Kaffee? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall alles richtig alt hier drin. Ich leuchte mal so ein bisschen rein. Und auch hier oben Teller, alles noch vorhanden. Da, schön aufgereiht hier oben. Nice. Und überall schon der Schimmel. Ja, was mich hier jetzt wundert, so eine relativ moderne Kaffeemaschine. Aber ist nur der Karton. Aber noch ein paar Schnapsflaschen. Und hier so eine schöne alte Küchenwaage. Aber auch schon richtiger Verfall am Start. Okay, funktioniert noch. Das ist auch cool, der Topf hier oben. So Leute, jetzt geht's hier in eine Art Abstellraum. Und hier ist ja auch noch alles voll. Was ist denn das hier? Das sieht aus wie Medikamentenfläschle, oder? Isotonische Kochsalzlösung. Schreibt mir mal in die Kommentare, wofür man so isotonische Kochsalzlösung braucht. Wer es weiß, ballert es mal voll damit, weil ich habe keine Ahnung. Ich kenne halt nur ganz normale Kochsalzlösung. Wenn man jetzt im Krankenhaus liegt, habe ich auch schon mal gekriegt. Aber isotonisch sagt mir jetzt nichts. Ja, da ist auch noch so ein Weinballon. Da hinten auch noch ganz viele. Und hier ist einfach alles voll. Okay, Arak-Versicherung. Was ist das hier? Fortbildungsschüler. Alter, das ist ja richtig alt. Das kann ich ja gar nicht mal lesen. Oh, Hilfe. Ja, okay. Lassen wir mal. Und hier oben könnten vielleicht die Eltern gewesen sein und der kleine Junge hier war vielleicht der Sohn. Das ist ja auch heftig. Leute, ich habe keine Ahnung, aber das sieht doch aus wie ein Safe, oder? Stahltür. Was ist das denn? Und hier oben haben wir hier so eine... Keine Ahnung, was das ist. Was ist denn das? Ach, das ist eine Kerze. Die ist ja mal richtig nice. Ich hoffe, ihr seht jetzt alles. Geil. Und da noch so eine alte Rechenmaschine. Da ist noch so eine Wärmelampe und ja, noch eine normale Deckenlampe hängt hier drin. Also das Gebäude, das ist so voll und alles richtig uralt. Das ist so genial, Leute. Ich bin hier so beeindruckt. So, hier haben wir jetzt immer noch die Küche und das ist halt auch rammelvoll. Da liegen noch ein Haufen Kochbücher. Und ja, richtig interessant, Leute. Oh, hier haben wir Medikamente. Wann sind denn die abgelaufen? Ah, super, wieder Vorführeffekt. Ich finde es nicht. Irgendwo steht's.
100 Pro und ich sehe es wieder nicht. Da steht irgendwas, aber das ist, ja, 2001 eventuell, 01 vielleicht. Ich finde vor allem hier dieses alte Porzellan, das sieht richtig interessant aus. Und da haben wir auch noch, ja, Briefe und einen Kalender von 1991. Ja, hier drüben, das war der Essensbereich, da hat dann die Familie gesessen und ja, gespeist. Aber Freunde, erklärt mir mal, was macht denn sowas hier in der Küche? Hm? Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich voll den krassen Titel für das Video hier nehmen, oder? Aber nee, das lassen wir. So, wir sind jetzt aus dem einen Raum wieder raus durch die Küche und jetzt haben wir hier einfach mal so eine, ja, heftig krasse fette Badewanne. Leute, sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So ein altes Stück hier. Das hat so ein bisschen was von den amerikanischen Wasserhähnen. Irgendwie gefällt mir das. Ich glaube, die wären auch gerade wieder modern. So, Leute, wir gucken jetzt hier mal weiter aus dem Badezimmer, sind wir draußen. Und hier sieht es aus, wie als ob... Oh, ja. Das ist der Holzschuppen gewesen. Ah, da brauche ich nicht rein, das seht ihr. Und hier war, ja, Lagermöglichkeiten für diverse Kanister, Blumentöpfe, noch mehr Kanister. Und hier war der Alkoholschrank wahrscheinlich. Da haben wir irgendwelchen Doppelkorn. Der Schrank hier, der hängt schon leicht auf, ja, 7:30. Da ist wahrscheinlich ein Fuß schon weggebrochen. Oh, nee, oder? So, Leute, ich bin wieder happy. Riesige Fässer, wie geil. Ihr wisst ja, die liebe ich. Ich finde die so genial. Und hier haben wir auch noch überall Weinkorken und die dazugehörigen Flaschen. Und da oben ist sogar noch was drin. Und die Wand, oh, geil, absolut. Was mir nicht gefällt, ist das Plastikfass hier. So, gucken wir weiter. Gucken wir weiter. Der Hausflur erwartet uns nun. Da ist eine Treppe, die geht nach oben, die gehen wir gleich. Hier ist der, ja, Sicherungskasten. Machen wir mal kurz auf. So. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass hier noch was funktioniert. Da oben hat sich schon irgendein Tier eingenistet. Sieht aus wie ein kleines Nest. Und ja, auf der anderen Seite haben wir hier noch eine alte Petroleumlampe. Und hier ist sogar noch was Grünes vorhanden, ne? Dann geht es für uns jetzt ein Stockwerk höher. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Leute, da ist schon ein Löchler drin. Gefährlich, gefährlich. Guckt euch mal an, was hier alles an Werkzeug hängt. Das ist echt krass. Hier oben haben wir noch alte Schier. Und da geht es genauso weiter mit irgendwelchen Ketten, Lampen. Richtig altes Zeug halt. Hier erblicken wir gleich einen großen, ja, ich würde mal sagen, Räucherofen. Hier stehen noch richtig viele Schuhe, da haben wir Stiefel und ganz viele, ja, Schuhe eben, ne? So Leute, schaut mal, was hier alles noch auf dem Tisch liegt. Hier haben wir diverse Bilder mit alten Menschen. Und mein Kollege, der hat jetzt hier Fotos entdeckt von der Wehrmacht damals. Krass. Machen wir weiter. Hier, lauter Soldaten drauf. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu überbelichtet. Ups. Also Leute, ich bin hier so beeindruckt, vor allem jetzt mit diesen Fotos vom Zweiten Weltkrieg. Das ist so heftig. Vielleicht war der Mann ja selber Soldat. Er lebt noch, ist momentan im Altersheim, ist weit über 90 Jahre. Es könnte sein, dass dieser Herr von diesem Haus im Zweiten Weltkrieg gedient hat. Der Mann selber hat das Haus hier schon länger nicht mehr bewohnt, weil es, ja, ihr habt es selber jetzt gesehen, eigentlich nicht mehr bewohnbar ist. Er hat sich nebenan in der Scheune
eingenistet, als wie eine Art Prepper, hat ganze Horden von Lebensmitteln gesammelt, Mehl, Dosenfutter und alles. Problem ist nur, die Scheune ist zu, da kommen wir nicht rein. Von dem her müssen wir uns mit dem Haupthaus begnügen und das ist aber trotzdem Bombe. Ja, und hier an dem Schrank hängt einfach mal der Mantel von seiner Frau noch. Ist das traurig? Die Anrichte ist hier auch von irgendeinem schätzungsweise Fotografen richtig schön geschmückt worden. Vor allem hier dieses kleine, das gefällt mir ja richtig, ne? Mit der Figur da drin. Geil. Und Leute, Weihwasser. Was haben wir denn hier noch? Was ist denn das? Alte Bücher. Oh, weia. Den Frauen? Ah, das ist so altdeutsch. Das ist so krass zum Lesen. Einige Worte an die Kranken zur heiligen Weihnachtszeit. Das passt ja gerade wieder voll, ne? Geil. So, Leute. Hier in dem Schrank haben wir noch Gebetsketten. Krass. Gebt euch das. Wahnsinn. Aber sonst nichts mehr in dem Schrank. So, die erste Tür hier oben. Und da erwartet uns. Okay, eine Toilette. Okay, alles klar. Ja, da gehe ich aber nicht rein. Ich glaube, hier gehe ich nicht rein. Leute, ich mache noch mal kurz Licht. Hier reinlaufen wäre nicht gut, man sieht null. Im Flurbereich jetzt wieder steht eine Kiste mit richtig alten Kuhglocken. Wow, also hat der hier auch mal Viehzeug gehabt. Und wenn wir durch die Tür hier gehen, ich hoffe, wir brechen jetzt nicht irgendwo ein. Das wäre jetzt nicht so geil, hier gehe ich aber auch nicht weiter rein, ist eh nur so ein kleines Räumchen. Und da steht halt mal noch so ein, keine Ahnung, uralter Kinderwagen. Und ganz viel anderes Zeug noch. Oh, weia, guckt mal da. Da ist ein Totenkopf drauf. Wer weiß, was in dieser Schachtel war. Vorsicht, Vorsicht walten lassen hier. Da steht einfach mal noch ein Kinderbett. Da hinten ist irgendein Boiler. Hier ist ein Lichtschalter, komm, den testen wir jetzt einfach mal. Fuck. Leute. Scheiße. Hier geht ja doch noch Strom. Ich habe euch gerade Müll erzählt da unten. Fuck. Boah, ist das übel. Scheiße. Guckt mal, der hat irgendjemand Steine gesammelt hier. Da sind sogar noch irgendwelche Preisschilder dran. Und da das gruselige Kinderbett. Gut, Freunde, ich muss das Licht jetzt nur ausmachen, weil wir kommen jetzt, ist ein bisschen blöd jetzt, weil, wie gesagt, da ist ja an der anderen Seite ein Haus. Ich mache jetzt nur die Lampe mal so ein bisschen an. Hier haben wir das alte Bett von jemandem. Und hier ist halt, auch noch ein bisschen was im Schrank.
So Leute, wir sind durch. Ich habe versucht, euch alles zu zeigen. Mega interessante Location, richtig genial, alles richtig alt. Und dass der Mann hier nicht mehr leben konnte, sondern in die Scheune ziehen musste, war schon, boah, das ist echt krass. Und vorm Werner verabschiede ich mich jetzt von euch. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, macht's gut, euer Onkel David. Tschüss und ciao.